Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann, und heute geht's um vier verschiedene zylinderförmige Glasvasen. Ja, Glas geht immer im Frühling, sieht sowas von wunderschön aus. Und du siehst, ich habe da die Vasen schon mit Wasser versorgt. Und ja, wir wollen heute Frühlingsblüher, aber auch Lilien und Germini wunderschön in Gläser einfliegen mit Zweigen. So musst du nichts zusammenbinden und kannst einfach was Schönes machen. Natürlich ist es dann etwas tricky, wenn du sie, die Vase erfrischen willst, das Wasser wechseln willst. Aber oftmals kannst du das Ganze einfach schön mit zwei Händen rausnehmen, auf den Tisch legen, Vase waschen und dann wieder einlegen. Wir machen auch einmal Tulpen im Glas. Und hier ist es halt so, dass du das Ganze nicht so praktisch wieder auswechseln kannst. Da kannst du auch das Wasser wieder einfach auffüllen. Tulpen sind nicht so heikel, was die Fäulnis in der Vase und so angeht. Und darum kannst du da gut das Wasser einfach auswechseln. Rosen und andere Blumen sind da viel anfälliger, wenn das Wasser etwas dreckiger wird. Und Tulpen brauchen ja sowieso ganz wenig Wasser. Aber wir starten doch einfach mal mit der ersten Vase, der zweiten, der dritten und am Schluss der vierten Vase. Vielleicht hast du schon gesehen, was bei mir alles auf dem Tisch rumsteht, vielleicht auch nicht. Und wir starten einmal mit Birkenästen. Bei Birkenästen finde ich ganz wichtig, dass sicherlich keine kleinen Zweige mehr hier unten dran sein dürfen. Und ganz wichtig ist auch, dass wir die ganz leicht schräg anschneiden und dann einfach so mal in die Vase reinlegen. Und jetzt siehst du, haben wir eigentlich durch die Äste auch schon ein schönes Gerüst gemacht für unsere Blumen. Ich nehme jetzt hier wunderschön harmonisch die weißen Longiflorum Lilien rein, schneide sie an und lege sie einfach so in unser Glas hinein. Ich finde wichtig, dass wir die Blumen schön anschneiden, einlegen und nicht alle die gleiche Höhe haben. Und zudem ist auch ganz wichtig, dass wir die Blätter hier wegknipsen, weil sonst haben wir dominantere Blätter als schöne Blüten. Falls du jetzt hier das Wasser auswechseln müsstest, kannst du problemlos die Lilien und auch die Äste rausnehmen, schön hinlegen auf den Tisch oder so, das Gefäß waschen, weil Sauberkeit ist bei Schnittblumen ganz wichtig, und dann wieder einlegen. Und so haben wir eine ganz einfache, schöne Vasenfüllung mal gemacht mit Birkenzweigen. Wir können auch zum Beispiel Hartriegelzweige nehmen. Hartriegel gibt es in verschiedenen Farben und auch Formen. Hier haben wir jetzt einen relativ geraden Kornusmaß, also Hartriegel, und diesen schneiden wir da einmal zusammen. Ich finde, ganz wichtig ist, dass wir da diese verzweigten Geschichten auch schon unten haben, so dass wir wirklich auch wunderbar unsere Blumen reinstellen können in unser Gerüst und sie dann nicht zusammenbinden müssen. So kleine Ästgabelungen, die schneiden wir weg. Und ich habe hier gedacht, dass wir von den wunderschönen Germini-Blüten einpflegen werden. Germini-Blüten sind auch etwas anfälliger, was die Fäulnisgeschichte beim Stiel anbelangt. Darum ist auch hier wichtig, dass du das Wasser wechseln kannst. Auch hier wieder, wenn du mit zwei Händen die Zweige schön mit den Blüten rausnimmst, sollte das kein Problem sein. Auch hier wieder verzichten wir auf ein Zusammenbinden der Stiele, weil wir das Gerüst so wunderschön und praktisch haben. So. Jetzt sehen wir, haben wir das Gerüst gemacht. Wir haben hier so wunderschöne Germini in Orange und Gelbrot. Und da schneiden wir einfach die einzelnen Stiele schön an und stecken die hier in unser Gerüst rein. Auch wieder wichtig, oder noch wichtiger ist, dass wir das Ganze ein wenig abgestuft einlegen, so dass wirklich die einzelnen Blüten auch schön zur Geltung kommen. Dass wir auch darauf achten, dass wir natürlich farblich alles schön harmonisch hinlegen, also nicht, dass wir da einfach mal alle gleichen Farben nebeneinander stellen, sondern dass wir das ganz schön auch verteilen.
Das sind jetzt gefüllte Germini. Es gibt ja auch einfache Germini. Es gibt ganz viele verschiedene Blütenarten und Sorten bei den Gerbera. Aber du siehst, mit ganz wenig Material kann man da auch wieder was Schönes hinwirken. Man kann natürlich hier auch noch etwas Grünmaterial dazu machen, wenn man das Gefühl hat, es sieht noch etwas leer aus oder so. Aber ich habe das Gefühl, hier bei dieser Vasenfüllung für den Frühling mit Zweigen sieht doch das ganz passabel aus. Auch hier wieder mit zwei Händen das Ganze aus der Vase rausnehmen. Die Vase kann man super gut waschen und dann wieder einlegen und ein wenig hin und her richten. Das ist die Nummer 2. Als Nummer 3 haben wir ein kleines Marmeladeglas oder auch ein schönes zylinderförmiges Gefäß. Ich nehme hier einfach mal so Heidelbeerkraut. Ich habe nicht ein Marmeladeglas genommen, aber du kannst zu Hause bei dir super gut ein Marmeladeglas schnappen. Ich nehme hier Äste rein, die ich da schön zusammenschneide, kürze und so wunderschön eigentlich mein Glas dann fülle. Ich habe gedacht, für dieses Glas hier wähle ich wunderschöne verschiedene Frühlingsblüher. Und da achte ich darauf, dass ich verschieden hohe Blumen nehme und verschiedenartige Blumen nehme. Also ich nehme zum Anfang einmal lagernde Materialien rein. Da kannst du Nelke nehmen. Ich nehme jetzt da eine Viburnum blühend rein, Viburnum tinus mit einer Blüte. Und du siehst, hier habe ich schon mal etwas Stabilisierung von unserem Väschen. Dann nehme ich einmal Eukalyptus rein. Ich nehme einmal eine wunderschöne Distel rein und ich nehme eine schöne Tulpe. Und so sieht unser Glas eigentlich schon ganz ansprechend aus. Damit wir aber auch noch etwas locker flockiges in diesem Glas haben, schnappe ich mir eine Margrite. Ich nehme eine duftende, schöne Hyazinthe und zum Abschluss eine tolle Fräsie rein. Und jetzt siehst du, haben wir ein ganz spannendes, schönes Frühlingsglas kreiert. Hier haben wir verschiedene Blumen, verschiedene Höhen und die Fräsie ist zum Beispiel stabil in der Höhe. Die Tulpe, die Hyazinthe, die kommen dann noch etwas höher. Und auch hier wieder, wenn du das Glas, das Wasser wechseln willst, nimmst du an einer Hand die Blumen raus, hinlegen, waschen und wieder einfliegen. Ja, und das ist die Nummer 3. Und die Nummer 4 habe ich gedacht, nehmen wir auch wieder nochmal so ein großes, schönes, zylinderförmiges Glasväschen, eine hohe Vase, und hier möchte ich reinmachen ein paar schöne Zweige von der Weide und anschließend einmal ein paar Tülpchen. Auch hier wieder stecken wir die Stiele in die Vase rein. Wichtig ist, dass wir da auch wieder verschiedene Höhen haben, verschiedene Positionierungen haben, dass wir nicht gleich die kleinen weiten Kätzchen da ins Glas runterstoßen, wo Wasser drin ist. Das wäre noch von Vorteil, sonst wird das Wasser etwas schneller dreckig. Und dann habe ich gedacht, schnappen wir uns 5 wunderschöne Tulpen. Schau mal, die ist mega schön. Bridal Crown heißt diese Tulpe. Ein wenig porzellanartig sieht sie aus und einfach toll. Genau. Hier wieder schneide ich die Tulpen etwas zurück, am besten nicht schräg, sondern gerade. Tulpen haben gerne wenig Wasser und dann können wir die Tulpen einfach so reinlegen. Das Coole bei dieser Tulpenart ist, die wächst relativ viel. Das heißt, die werden am Schluss etwa auf dieser Position oben sein und es sieht einfach toll aus. Tulpen in der Vase finde ich was ganz Geniales und es sieht einfach mega so locker flockig aus. Schau mal. Hier auch wieder ein wenig verschiedene Höhen genommen für die Tulpen in der Vase und so haben wir den Frühling im Glas kreiert. 1, 2, 3, hier und die 4. Ich würde mich freuen, wenn du mir sagst,
welche Kreation dir am besten gefällt. Ich würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben für meine Kreationen da lässt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Frühling im Glas, ja, das Fakt. Frühling im Glas mit Schnittblumen, das ist auch wunderbar. Und Frühling im Glas mit Tulpen ist, glaube ich, der Hit. Und jetzt bin ich gespannt, welche Variante dir am besten gefällt und welche Variante du selber ausprobieren willst. Ja, dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Auf bald wieder hier bei mir.